Hallo Eugen, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo, du grüß dich heute im zusammen. Interview bist. Grüß dich zusammen. Eugen, sag mal als allererstes, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Deggendorf, das ist in Bayern, und bin gerade im Büro von meinem Yoga-Studio. Ah, spannend, spannend. Also Yoga begleitet dich schon ziemlich, ja, ziemlich lange, also vielleicht sogar schon seit Kindheitstagen oder wann ging das für dich los? Eigentlich erst seit 2011. In der Kindheit hatte ich ganz kurze Berührungspunkte damit, insofern, dass mir mein Vater Geschichten erzählt hat aus den Romanen bzw. Büchern, die er gelesen hat zu der damaligen Zeit, dass es wohl Yogis gibt, die irgendwo in den Bergen oder in Höhlen meditieren, tagelang, monatelang und jahrelang. Und das war eigentlich mein Bild vom Yoga, dass irgendwie so. Ja, alte, halb vertrocknete Männer irgendwo in Meditation sitzen und sich mit dem Göttlichen verbinden. Mein Lebensweg führte mich dann aber durch eher über den Kampfsport, weil ich habe schon in der ersten, zweiten Klasse damals in Kasachstan Kampfsport trainiert, was mir auch sehr gut gefallen hat, was mich auch so inspiriert hat. Vor allem der ja, Trainer oder der Meister, der uns damals geführt hat, unsere Gruppe. Und dann in Deutschland, da bin ich ja mit 11 hier rüber gekommen nach Bayern mit meinen Eltern, habe ich auch 13 bis 16 habe ich auch Kampfsport trainiert und war ständig aktiv. Nur dann hatte ich eine längere Phase, da war ich ja dann mit der Schule beschäftigt und mit der Berufsfindung, mit der Erfindung von mir selbst wahrscheinlich. Und mit Ja, ich glaube 28 oder 29 habe ich dann wieder angefangen, Kung Fu und Tai Chi zu trainieren. Und ich habe ganze 6 Jahre damit gezögert und davon geträumt, mal Kung Fu zu lernen. Also ganze 6 Jahre habe ich mit dem Gedanken gespielt, das ist wirklich sehr, sehr lang. Und dann bin ich mal eines Morgens aufgewacht und habe zu mir gesagt, entweder du gehst jetzt heute zum Unterricht oder du vergisst es für dein ganzes Leben. Also das war so der einschneidende Punkt. Da bin ich hingegangen. Damals habe ich aber schon übers Internet mich so ein bisschen mit dem Yoga beschäftigt und mit der slawischen Kultur beschäftigt. Das war ja damals ganz, sage ich mal, in Mode gekommen. Und da gab es viele neue Internet-Guru, sage ich mal so. Ja, gute und vielleicht auch weniger gut. Aber nichtsdestotrotz, das war wie so eine neue Richtung. Und da haben sich viele Leute dann auch damit beschäftigt, weil man ja doch Fragen hatte und die Leute oder die Lehrer hatten die Antworten auf diese Fragen, was halt das eigene Leben oder das Karma betrifft und so weiter. Aber ich hatte damals keine Gleichgesinnten gehabt. Und als ich mich entschlossen habe, da in die Konfuzschule mich einzuschreiben und dort zu trainieren, habe ich dort meinen Gleichgesinnten gefunden, der auch die gleichen Videos, die gleichen Yoga-Lehrer angeguckt hat, die gleichen Lektionen. Und der hat mir auch ein Buch damals ausgeliehen, welches ich ein Jahr gesucht habe und auch in Russland angefragt habe und keiner hat das Buch gefunden. Und dann hat es so ein junger Kerl, der in meiner Stadt lebt und so. Und dann haben wir gemeinsam auch die ersten Schritte im Yoga gemacht, auch über bestimmte Literatur, die uns empfohlen wurde. Das war alles, wie gesagt, so ein bisschen ja, zu Hause ausprobieren, spielerisch aus den Büchern bestimmte Übungen gesehen und herausgenommen. Und dann habe ich von dem ersten Yoga-Camp gehört, auch über die Videos, weil dort ein bisschen Werbung dafür gemacht wurde. Und haben uns entschieden, also mit diesem damaligen guten Freund von mir, dass wir nach Russland fahren und so ein Yoga-Camp besuchen und mitmachen. Und ich war natürlich seit 19 Jahren nicht in Russland, also wir sind damals umgezogen und hatten jetzt nicht die Möglichkeit und auch nicht den Wunsch dazu, da in die sozusagen Heimat zurückzukehren, weil alle Verwandten sind ja dann in Deutschland gewesen. Wir hatten da praktisch niemand mehr, den wir besuchen könnten und so als Touristen war auch jetzt so keine Option oder kein Bedarf danach Kasachstan zu fahren. Also als ich dort geboren war, hat es ja noch zu Russland, zu der UdSSR gehört. Und wie gesagt, nach 19 Jahren das erste Mal wieder zurückgefahren. Das war natürlich für mich zum ersten Mal so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit. Aber nach 19, 20 Jahren ändert sich natürlich sehr, sehr viel.
in einem Land und die Leute ändern sich. Und wir sind ja auch in eine andere Region damals gefahren zum Yoga-Camp, als ich gelebt habe als Kind. Und da habe ich das Yoga auch von einer ganz anderen Seite gesehen. Das war ganz was anderes, als ich es aus den Büchern kannte oder zu Hause selbst ausprobiert habe. Und dann hat es, ich hatte ja auch damals diese Kampfsport-Vergangenheit und ein paar Yoga-Einheiten dort, die jetzt länger gedauert haben, so vielleicht 1,5 oder 2 Stunden, wenn man trainiert. Man spürte den Effekt danach, nach dem Hatha-Yoga. Und der Effekt war auch viel besser und interessanter für mich, als die Erfahrungen, die ich aus dem Kampfsport mitgenommen habe und gewusst habe. Und dann habe ich zum ersten Mal so gemerkt, jetzt habe ich das Richtige für mich gefunden. Weil, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen an meiner Gesundheit arbeiten müssen zu der damaligen Zeit. Es war nicht alles in Ordnung. Also was meinen Rücken betrifft und damals war so mein Nervensystem so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, weil ich Schichten gearbeitet habe und so privat auch ziemlich viel Stress mitmachen musste. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Wir waren jetzt 2 Wochen dort im ersten Yoga-Camp, sind zurückgekehrt und dann musste ich mit über Videos weiter trainieren und mitmachen, weil ich konnte hier in Deutschland waren. Damals die Yoga-Lehrer nicht vorhanden, die ich mir so vorgestellt habe oder von der Schule, weil mich hat jetzt speziell nur die eine Schule interessiert, weil ich da den Bezug dazu gefunden habe. Und also 3 Monate später, das war im gleichen Jahr noch im Herbst, habe ich mich auch, war auch schon längerer Plan von mir, meine Patentante zu besuchen, zu der ich auch kaum Kontakt hatte, einfach so mal nach Russland zu fahren, unabhängig vom Yoga-Camp. Bin ich über Moskau gefahren und dann haben mich die Leute nochmal von dem Yoga-Club inspiriert, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Und ich habe mich dann spontan entschlossen, auch am gleichen Tag, wie gesagt, die Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen, aber nur aus dem Grund, nicht um selber zu unterrichten, sondern für mich einfach das Wissen aufzunehmen, weil die Vorträge im Internet waren sehr interessant, aber ich habe genau gewusst, dass man die Vorträge für alle Leute macht, da geht es nicht so in die Tiefe. Und so ein spezielles und beziehungsweise spezifisches Wissen, vielleicht auch irgendwelche Geheimnisse vom Yoga, wird man so nicht erfahren, so in diesen frei für alle zugänglichen Videos. Und ich wollte also mehr davon, ich wollte tiefer in die Materie reintauchen, habe mich dann entschlossen, Yoga-Lehrer zu werden. Und wie das der Zufall oder das Universum so wollte, habe ich auch damals meinen alten Job gekündigt und bin umgezogen. Also ich war damals so ein bisschen auf der Ökoschiene auch gleichzeitig und ich habe in einer größeren Stadt gelebt, da wo es laut war und viele Autos, viele Abgase und mich hat es dort nicht gefallen. Ich bin in meine Stadt zurückgekehrt, wo ich mit meinen Eltern gelebt habe, also nach Deggendorf, wo ich auch jetzt wohne. Da sind wir genau zwischen Bayerischer Wald und der Donau liegt die Stadt, also das ist sehr schön und sehr ökologisch gesehen sehr, sehr gut gelegen. Also man sagt sogar, das ist eine der saubersten Städte Deutschlands. Und die Ökologie hat mich eigentlich da wieder zurückgebracht. Und dort hatte ich mal so geplant, wenn ich jetzt schon Yoga-Lehrer werde, vielleicht schaffe ich mal irgendwie auch dort zu unterrichten oder eine Gruppe aufzubauen. Und habe eigentlich meinen gut bezahlten Job, in dem ich die Ausbildung habe, dort aufgegeben. Hatte hier 1 Monat in meinem alten Job noch gearbeitet, aber allerdings in einer Firma, da ging es, naja, das war so eine Ein-Mann-Firma und ich war der zweite Mitarbeiter und da ging es so zu, dass es mir nicht gefallen hat und ich habe dem Arbeitgeber nicht gepasst, der hat mich nach 1 Monat wieder ausgestellt. Und wie es der Zufall so will, davon wollte ich eigentlich reden. Ich hatte mir nie gewünscht oder nie gedacht, dass ich mal Karate-Lehrer werden möchte oder werde oder so als Karate-Lehrer arbeite. Und dann bin ich über das Jobcenter eigentlich, über so ein Bewerbungstrainingsprogramm, hat mich einer dann in die Karateschule vermittelt, obwohl ich, wie gesagt, aus dem technischen Bereich komme und technischen Beruf habe. Und ich durfte dort mein Praktikum machen und wurde dann nach ein paar Wochen gleich eingestellt, zuerst als Assistent. Und nach 2, 3 Monaten war ich bereits Standortleiter an 3, 4 Standorten und habe Kinder unterrichtet im Sport. Und das habe ich damals so als meine Berufung gesehen. Zum einen, da ich damals Single war und mir auch eine Familie gewünscht habe. Also ich habe schon zwar ein Kind, aber wir sind mit der Mutter auseinandergegangen vor vielen Jahren. Und ich habe mir auch schon diesen Bezug zu Kindern gewünscht. Und das hat mir auch
diese fehlende Familie ersetzt, diese Kampfsportschule. Ich hatte jeden Tag sehr viele Kinder um mich herum, sehr viele Gruppen. Das war allerdings aber auch anstrengend. Ich war Vollzeit-Kampfsportlehrer, das gibt es also sehr, sehr selten. Ich war praktisch jeden Abend, wie es heißt, so auf der Matte und habe 4 bis 5 Gruppen gehabt, jeden Abend. Genau, das ist schon auch, wenn man jetzt aus der Sicht des Yoga spricht, sehr energieaufwendig. Und wie gesagt, das beansprucht einen schon sehr, sehr. Aber die Energie der Kinder und alles, und man sieht, wie die Kinder wachsen, sich entwickeln, das hat einem schon alles wieder zurückgegeben. Das war auch sehr gut, dass ich parallel das Yoga nicht irgendwie auf die Seite schieben konnte oder müsste, sondern schon mein Tagesablauf so geregelt war, dass ich am Vormittag sehr viel Zeit hatte, weil die Karate-Stunden ja abends war und das Unterricht, der Unterricht, da konnte ich jeden Tag praktisch für mich Yoga praktizieren, hatte den ganzen Vormittag für mich. Und ich hatte da Tag für Tag, also täglich meine Yoga-Einheiten gemacht, 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Das habe ich damals auch so gesehen, dass ich diesen Karate-Unterricht und den Umgang mit Menschen so durch das Yoga aufarbeite und meine Energie wieder in Ordnung bringe oder Energie aufbaue. Dann ging ich in die Karate-Stunde so hinein. Und das war auch so gesehen, dass meine Standorte auch gut gewachsen sind damals, also dass man mehr und mehr Kinder hatte, mehr und mehr Mitglieder hatte. Das Yoga war aber immer noch auch dabei, also so parallel, nach und nach. Und als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, also als Yogalehrer auch, durfte ich in der Karate-Schule auch Yoga unterrichten, allerdings nur für 2 Leute war es. Am Anfang größer war die Gruppe nicht, einmal in der Woche. Und da ging so mindestens ein halbes Jahr, bis aus den 2 Leuten dann 4 Leute wurden. Also ich habe mir das praktisch selber aufbauen dürfen und Gott sei Dank dürfte ich auch die Räumlichkeit der Karate-Schule dann dafür nutzen. Also das waren meine ersten Schritte im Yoga-Unterricht. Aber ich habe auch noch so eine witzige Geschichte. Als ich mich entschlossen habe, in Deggendorf eine Gruppe aufzubauen, also da war ich mittendrin noch in der Yoga-Lehrerausbildung, aber ich habe mich schon bereits dafür gefühlt, habe ich meine Schwester eingeladen und die hat, glaube ich, 4 oder 5 Freundinnen mitgebracht und das Yoga-Studio, wo ich jetzt immer noch bin, das durfte ich damals stundenweise ausleihen. Das war damals so ein bisschen anders geregelt, als wie es jetzt ist, aber da komme ich ein bisschen später da drauf. Habe ich gedacht, jetzt muss ich so ein gutes Yoga, jetzt muss ich das Beste von mir zeigen und habe sehr, sehr schwierige Stunde aufgebaut für die Mädels damals. Die waren natürlich ganz neu und haben sich gar nicht ausgekannt. Das war für die einmal schwierig, unverständlich und die konnten damit nichts anfangen, sodass keine von denen wiedergekommen ist. Das war so eine einmalige Aktion. Und dann habe ich gesehen, ja, das muss ich so ein bisschen anders machen. Also das Yoga, was ich für mich mache, das ist eins, das hat ein bestimmtes Level. Aber das Yoga, welches ich für die anderen Leute mache, das muss halt dem Level, also so ein Neuanfängers oder so eines Beginners entsprechen. Damit es den Leuten Spaß macht, das muss ja auch der Effekt dabei sein, dass etwas funktioniert und dass etwas klappt. Also wenn man reingeht und die Übungen so schwierig sind, dann hat man keine Lust, da dran zu bleiben oder da mitzumachen. Mhm. Eugen, wenn du von Effekt des Yoga sprichst, wie könnte man das beschreiben? Was macht das mit den Menschen? Also man geht praktisch in einem Zustand hinein in die Yoga-Klasse und die Yoga-Stunde und man geht mit einem anderen Zustand heraus. Man muss das vielleicht so verstehen, man hat im Alltag sehr viele Aufgaben, sehr viele Menschen um sich herum und die Aufmerksamkeit des Menschen ist dann auf diese ganzen Menschensituationen, Alltagsaufgaben verteilt oder verstreut, dass man sich selbst so ein bisschen aus dem Auge verliert. Man spürt sich selbst nicht mehr, man nimmt sich selbst nicht so wahr und der eigene Körper braucht ja nun mal auch sehr viel Aufmerksamkeit, sonst wird er krank. Also das wissen wir alle. Und in den Anfangs, sage ich mal, auf den Anfangsstufen des Yoga muss man erstmal lernen, die Aufmerksamkeit wieder zu sammeln oder zu konzentrieren. Also das ist, konzentrieren ist ein anderes Wort vielleicht für sammeln und wieder auf sich lenken, wieder bei sich selbst ankommen, mit sich selbst im Einklang sein, sich selbst wieder spüren und wahrnehmen und spüren, was der Körper tatsächlich braucht. Und auch lernen, dem Körper gerade das zu geben, was er braucht. Also wenn der Körper eine Pause oder eine Ruhe braucht, dann sollte man ihm das geben. Wir in der heutigen Zeit haben das gelernt, wie gesagt, außer Acht zu lassen. Und wenn wir dann aktiv sein müssen in unserem Beruf und sowas, dann machen wir weiter, bis der Körper gar nicht mehr kann.
Oder wenn wir unseren 8-stündigen Arbeitstag zu bewältigen haben, dann sind wir auf voller Leistung sozusagen. Und ob der Körper das mitmacht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, man muss jetzt die Leistung bringen und erst danach ruht man sich aus und so und so. Dreht man sich so im Hamsterrad viele Monate oder Jahre lang, bis dann irgendwie der Körper sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Und irgendwas kommt dann an die Oberfläche, irgendwie eine Krankheit oder Leiden. Meistens ist ja der Rücken so oder irgendwelche Gelenke bei den Menschen, die sich dann melden. Und dann geht ja auf einmal gar nichts sozusagen. Dann ist man vielleicht krankgeschrieben oder berufsunfähig oder sonstiges. Also wie gesagt, man sollte lernen, dem Körper wieder präventiv, wie gesagt, genug Aufmerksamkeit zu geben, genug Ruhe, genug Energie, an der Ernährung auch zu arbeiten, also dass man lernt, den Körper so zu spüren, dass der Körper einem sagt, was er heute zum Essen möchte, also an der Bedarf des Körpers. Also nicht das, was möglich ist, irgendwie was einem vorgegeben wird, als Auswahl von einer Art Speisekarte oder sowas, sondern dass man sagt, morgen, dass man das bereits im Gespür hat, morgen möchte ich das und das essen, weil der Körper das verlangt. Das heißt aber nicht, dass man dann das alltäglich, also das kommt bei mir auch ganz, ganz oft vor, dass ich irgendwie ein Produkt oder Lebensmittel dann 2-3 Tage etwas, also vermehrt oder in größeren Mengen esse und dann ist der Körper, also vielleicht braucht er bestimmte Stoffe, die da drin enthalten sind und dann hat er seine Speicher wieder aufgefüllt und dann hat man dieses Verlangen nicht mehr. Dann bekommt man so ein Verlangen, etwas anderes wieder zu essen, was der Körper dann wiederum braucht. Also da, speziell wo die Speicher dann jetzt zu Ende gehen, sage ich mal so. Deshalb sollte man sich eher ausgewogen ernähren und wie gesagt, auf unterschiedliche, also von den unterschiedlichen Produkten vielleicht sich das herausnehmen, was man braucht. Also eine einseitige Ernährung, wie das vielleicht modern wäre oder manche glauben, dass das modern ist, so Monodiäten oder Rohkostdiäten. Also meine eigene Erfahrung und das Wissen, was meine Frau jetzt noch mit hereinbringt, sagt, dass das zum einen für unsere Breitengrade nicht gut ist, zum anderen ist das alles klimabedingt, ob man sich jetzt so jetzt ernähren darf oder nicht. Und zum anderen ist alles so individuell, dass es mal sogar so ein bisschen witziges Beispiel geben kann. Es wurde eine Frau von einem tibetischen Doktor Cola in kleinen Mengen empfohlen. Und jeder weiß ja, dass das Cola schädlich ist und man hört sehr viele Alternativmedien, die sagen, Cola reinigt sich, eignet sich allemal, um irgendwelche Motoren zu reinigen oder sowas. Aber tatsächlich wegen diesem Reinigungseffekt, weil die Frau hat entweder vom Fleisch her oder von Ballaststoffen haben sich bei ihr die Därme oder halt im Darm so Verschlüsse gebildet und sowas und dann wurde ihr dieses Cola empfohlen, dass sie diese Verschlüsse wieder aufmachen. Also dass der Darm sozusagen gereinigt wird. Oder ich habe ja dieses Beispiel jemand erzählt, die haben gesagt, so eine Art Rohrreiniger und das trifft es vielleicht zu. Also man sagt, man kann da jetzt nicht pauschal sagen, ob jetzt ein Produkt oder so ein Essen jetzt schlecht oder gut ist. Also für einen mag das gut sein, für den anderen bedeutet das Krankheit. Und dann wiederum umgekehrt. Mhm. Eugen, das ist, also auf die Art und Weise habe ich das noch nie gehört. Ich bin gerade so ein bisschen in Gedanken auch durchgegangen, ob ich solche Momente manchmal habe. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, als jetzt die Erdbeersaison war, ich habe mich über mich selbst gewundert, dachte, was passiert denn da gerade? Ich esse gerne Erdbeeren, aber es war tatsächlich so, wie du es beschreibst. Ich glaube, es waren sogar 5 Tage am Stück, ja, wo mein Körper gesagt hat, bitte, es steht jetzt an, isst das jetzt und dann war es auch irgendwann gut. Ja. Ja. Aber irgendwie kann man das auf irgendeine Art und Weise, also dahingehend seine Wahrnehmung schärfen oder ich weiß nicht, wie bringt man sich oder seinen Körper dahin, wirklich das bewusst wahrzunehmen, was jetzt das Bedürfnis ist. Genau. No. Der Weg, der im Yoga da, wie gesagt, empfohlen wird, beziehungsweise gegangen wird, ist mal, dass man auf der Matte Dehnübungen macht. Dehnübungen, Gleichgewichtsübungen und das zieht ja die Aufmerksamkeit automatisch, ob man das möchte oder nicht, auf den Körper. Weil wenn es bei mir zum Beispiel jetzt, sage ich mal, ich dehne den Oberschenkelmuskel und man hat ja diesen, ja manche nennen es Dehnungsschmerz, aber das soll eher nicht ein Schmerz sein oder nicht als Schmerz bezeichnet werden, sondern,
sondern eher so ein Unbehagen oder Unwohlsein oder halt das Gegenteil von bequem. Also die Yoga-Asanas sollen nicht bequem sein. Und dieses Dehnungsgefühl, der unangenehm ist, jetzt zieht die ganze Aufmerksamkeit für die Zeit, in der man sich in der Asana befindet, auf diesen Bereich des Körpers. Und die Aufmerksamkeit richtet sich dann auf den Körper. Und wenn man das jetzt für 1,5 Stunden macht, also eine durchschnittliche Yogastunde für Fortgeschrittene dauert so 90 Minuten circa im Durchschnitt, und dann ist man für diese 90 Minuten mit seiner Aufmerksamkeit so ganz fest auf seinem Körper gebunden, sage ich mal so, zum anderen. Man lernt auch in weiteren Schritten die Atmung zu beobachten, auch über einen längeren Zeitraum. Und wie gesagt, das ist alles Übung, das ist alles Training. Man lernt so seinen Körper zu spüren. Was anderes ist es so, dass durch die Yoga-Praxis, durch die einzelnen Übungen, die Energiekanäle aufgehen. Und die Energiekanäle haben ja ganz viel mit unserem Bewusstsein etwas zu tun. Also wenn die Energiekanäle offen sind, wenn die Energie da gut durchströmt durch den ganzen Körper, ist auch das Bewusstsein offener und viel wahrnehmungsfähiger. Das ist für mich auch der Hintergrund, warum viele Leute, die speziell so feinfühlig sind, sich eher zurückziehen. Irgendwo in Europa hat man das Einsiedelei genannt, damals im Mittelalter. Und diese Kultur ist so ein bisschen verschwunden jetzt in unseren Breitengraden oder ist am Verschwinden. Aber in Asien gibt es ja das auch sehr oft, dass sich Yogis oder Praktiker zurückziehen und irgendwo allein im Wald leben und dort praktizieren, weil sie halt diese harten oder diese schädlichen Energien und Vibrationen der Großstadt in großen Menschenmengen sehr aufnehmen und sie möchten das einfach nicht. Und das ist auch der Grund, warum sich jetzt in jedem Land, in jeder Kultur Menschen zurückgezogen haben. Man hat sie vielleicht so ein bisschen als seltsam oder komisch angesehen oder hat irgendwelchen magischen Zauberkräfte denen zugeschrieben, die sie wahrscheinlich auch nicht haben oder so, weil der Mensch fürchtet sich ja von dem, was er nicht kennt und was er nicht versteht. Und wenn man, sage ich mal, einen Praktiker, wir bleiben jetzt mal beim Yoga, wenn man einen Praktiker nicht versteht, sein Handeln, sein Tun, dann beginnt man sich vielleicht von ihm davor zu fürchten, aber das ist so die normale Reaktion. Gut, also die Feinfühligkeit, von der du ansprichst, also speziell durch die Hatha-Yoga-Praxis, also durch die Asanas. Eugen, wenn jemand jetzt zu dir kommen würde, der sich irgendwie gerufen fühlt, angezogen fühlt vom Yoga, aber noch nie Yoga praktiziert hat, womit würde so jemand einsteigen? Was würdest du dort empfehlen? Ich bin so einer, ich wurde auch ins kalte Wasser geworfen sozusagen. Und so gehe ich meistens vor. Natürlich gibt es bei mir, wenn ein in die Yogastunde kommt, einen Anamnesebogen. Der darf so ein bisschen etwas über sich erzählen und der darf auch schreiben, wenn er Krankheit oder Leiden hat oder irgendwelche Einschränkungen hat, gesundheitlich. Aber ansonsten, das steht auch in den altertümlichen Yoga-Büchern geschrieben, gibt es keine Einschränkungen, weder vom Alter noch vom Körpergewicht noch irgendwelche Krankheiten. Also jeder kann mit Yoga beginnen, jeder kann einsteigen. Bei mir ist es so, dass ich die Leute in meine bestehenden Gruppen integriere. Zum einen, weil die Gruppendynamik auch die Anfänger irgendwo mitzieht und gut entwickeln lässt. Zum anderen, wie gesagt, es gibt Leute, die halt 3 Jahre schon dabei sind oder 3 Jahre mitmachen können. Da kommt jemand Neues rein, der bringt halt so, meinetwegen genetisch oder weil er früher sehr viel Sport gemacht hat oder halt weil er sich auch gut ernährt und gut in Form hält, der kann halt gleich auf dem Level einsteigen, wo einer, der schon 3 Jahre praktiziert, der kann mit ihm gleich mitmachen oder vielleicht ist er bereits schon weiter als der andere, der wohl lang praktiziert. Also da gibt es irgendwie keine Pauschalrezepte oder keine Sachen. Ich würde auf alle Fälle nicht gleich mit sehr viel Anstrengung beginnen, sondern immer 50-60% des Möglichen machen. Also nicht gleich auf alle 100 gehen, weil der Körper merkt sich, dass auch irgendwo man hat ihm jetzt zu viel zugemutet, ja. Und dann gibt es eher Rückschritte. Also damit es einen Fortschritt gibt, gibt es so die goldene Regel, 60-70% Belastung oder 60-70% des Möglichen geben. Dann hat man immer noch Interesse und die Motivation weiterzumachen. Also nicht übertreiben und gut und mit Respekt mit seinem Körper umgehen. Mhm.
Gibt es für dich auch eine Ausrichtung, wo du sagst, die Ernährung angeht, also nicht nur nach dem, wonach ruft mein Körper jetzt, sondern würdest du etwas empfehlen, was weiß ich, vielleicht eine vegetarische Ernährung oder eine vegane, oder sagst du, es ist völlig abhängig vom Menschen, was er bedarf? Das ist völlig abhängig von Menschen, würde ich mal so sagen. Vegane Ernährung, also ich habe das früher nicht gewusst, aber meine Frau ist ja seit 20 Jahren damit beschäftigt. Sie hat auch in Russland ihre Praxis gehabt und sie hat gesagt, sehr viele Menschen haben sich mit der veganen und Rohkosternährung geschadet und über längere Zeit. Also das ist jetzt, wie gesagt, auch wenn das in Mode ist, bekomme ich jetzt nach und nach so ein bisschen eine andere Sichtweise auf die ganze Sache. Und wie gesagt, die tibetische Medizin, die gibt da ganz, ganz gute Ratschläge, was die Ernährung saisonabhängig betrifft und was die Ernährung individuell betrifft. Und die tibetische Medizin, da ist ja auch alles individuell. Wenn ein Mensch sich von Fleisch ernährt oder wenn er Fleisch isst, dann werden ihm bestimmte Ratschläge gegeben, in welcher Form, wann und welches Tier speziell er für ihn dann gut ist oder welches Fleisch für ihn nicht gut ist. Wenn einer Vegetarier ist, dann werden für ihn auch hier bestimmte Ratschläge gegeben, wie er seinen, sage ich mal, Eiweißhaushalt, wie er seinen Kohlenhydrate und Zucker- und Fetthaushalt aufbauen soll. Also wie gesagt, diese Richtung, die gibt einem nicht vor. Also da gibt es auch wiederum keine Pauschalisierung, die gibt einem nicht vor und sagt, das ist gut, das ist schlecht, sondern da ist alles individuell. Wie gesagt, sogar auch vom Alter irgendwo abhängig. Und da gibt es keinen Fanatismus, wie es vielleicht in anderen Kreisen irgendwo gibt, dass man sagt, ich esse jetzt keinen Rohkost. Ich hatte mal so einen Fall, der so ein bisschen fast witzig war. Ich hatte bei meiner Veranstaltung, wir kochen ja bei meinen Veranstaltungen immer vegetarisch. Aber meistens wird es auch vegan, weil ein paar Veganer auch dabei sind. Und wenn die Veranstaltung, sage ich mal, 3 bis 10 Tage dauert, dann ist es auch für einen, der ab und zu mal Fleisch isst, auch nicht schlimm, so für die paar Tage auf das Fleisch zu verzichten. Und da hatten wir mal so einen Salat gemacht und die Mädels in der Küche haben gebratene oder halt so ein bisschen angedünstete Sesamkörner da rein gestreut. Das waren jetzt nicht unbedingt viele. Und das Mädel, weil es damals ja, sich als Rohköstlerin bezeichnet hat, hat gesagt, oh mein Gott, ich esse diesen Salat nicht. Und dann habe ich schon gedacht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben auf die paar da gedünsteten Körner vom Sesam. Da kommt es doch nicht drauf an, wenn der Salat dann im Komplett dann roh gehalten ist. Also wie gesagt, das ist zum einen. Zum anderen muss ich auch ganz klar sagen, dass die Fleischernährung bzw. übermäßige Fleischernährung irgendwo das Bewusstsein also so ein bisschen absenken kann, irgendwo abstumpfen kann. Und vor allem in den ersten Stadien, die ersten 3, 4 Jahre, würde ich schon den Leuten raten, auf das Fleisch zu verzichten, bis das Bewusstsein so eine bestimmte Höhe erreicht hat. Danach kann man das dann aber wiederum individuell entscheiden, wie man sich weiter ernähren möchte, weil irgendwo ist es auch aus der tibetischen Kultur bzw. Tradition so, man würde meinen, dass alle Yogis sich irgendwie nur von einer Banane am Tag ernähren oder nur vegetarisch ernähren. Das mag in Indien gut sein und das mag in Indien auch funktionieren. Aber speziell in Tibet, wo es auch kälter ist, wo, wie gesagt, andere Temperaturen herrschen, gab es von einem ganz berühmten Yogi, dessen, also den Dalai Lama kennen ja alle, aber die Linie der Dalai Lamas ist entstanden eben von diesen Yogis, die mal aus Indien ausgewandert sind teilweise, beziehungsweise in Indien ihre Yoga-Lehrer hatten. Also das ist eine bestimmte Yoga-Linie, die nachvollziehbar ist in den Schriften. Und da hieß es von einem Yogi, der hat sich nur von Brennnessel ernährt, also sehr, sehr viele Monate, hat in einer Meditationshöhle in den Bergen gelebt und hat dort meditiert und wie gesagt, seinen Geist weiterentwickelt. Ja, in manchen Büchern kann man die Übersetzung lesen, dass seine Haut bereits grün war, weil er nur Brennnesseln gegessen hat. Und in dem Buch steht es, als ihm seine Schwester gefunden hat damals, weil der hat sich auch wiederum zurückgezogen, wie es viele andere machen. Als ihn seine Schwester gefunden hat, hat sie ihm irgendwie so eine Fleischbrühe oder Suppe, auf jeden Fall war es auch Fleisch dabei. Und als er dieses Fleisch gegessen hat,
hatte so viel Energie aufbauen können, dass er einen Bewusstseinszustand in der Meditation erreicht hat, den er vorher nicht erreichen konnte. Also das ist auch wiederum so, dass das Fleisch eine sehr konzentrierte Energie ist, die kann einen zwar runterziehen, aber wenn man es schafft, sie gut umzusetzen, kann sie halt ins Plus wirken, sage ich mal so. Das ja. ist wie beim Strom. Also der Strom ist ja auch nicht gut und nicht schlecht, das kommt darauf an, wie man damit umgeht. Wie gesagt. Aber man entwickelt schon dann irgendwo so eine Weise oder das Gefühl, dass man eigentlich nicht viel Fleisch möchte oder dass man es eigentlich nicht möchte. Also wenn man vom Dalai Lama spricht, habe ich auch so die Hintergründe gehört, dass ihm tibetische Ärzte auch empfohlen haben, ein bisschen Fleisch zu essen, damit er nicht krank wird. Also da muss man sich auch entscheiden. Entweder man fährt diese ethische Linie, das ist für jeden die Entscheidung selber überlassen, wie er das für sich, wie gesagt, auslegt. Ob man jetzt die ethische und moralische Linie sagt und man verzichtet komplett auf oder lebt vegetarisch, man verzichtet komplett auf Fleisch, oder man sagt, bevor ich jetzt krank werde und mich viele Jahre um meine Gesundheit kümmern muss, ob ich nicht doch einmal in 10 Tagen oder einmal im Monat ein bisschen Fleisch esse, also damit ich bestimmte Stoffe bekomme, die ich woanders nicht bekommen kann. Mhm. Also und unsere Rohkost und vegetarische Nahrung, jeder weiß auch wiederum, dass in Deutschland die Böden sehr ausgelaugt sind und sehr arm sind und die, sage ich mal, Obst und Gemüse, die haben jetzt nicht mal diese Inhaltsstoffe, wie sie früher hatten. Mhm. Oder vielleicht irgendwo in heißen Ländern, wo viel Sonne herrscht, wo der Boden nicht gedüngt wird, da kann man sich schon und sehr wohl rohköstlich ernähren, wo ganzes Jahr Sommer ist. Aber in Deutschland würde ich auch alternative Sichtweisen, wie gesagt, empfehlen oder halt jetzt das nicht außer Acht lassen. Mhm. Also ein Ratschlag auch vielleicht, dass man sich jetzt nicht über Internet irgendwo informiert oder irgendwelche Leute, die man nicht kennt, sondern Spezialisten aufsucht, Fachleute aufsucht, die wirklich sehr kompetent sind, die auch Erfahrung haben, selbstständig oder eigene Erfahrung haben in den unterschiedlichen Ernährungsweisen und sich von denen irgendwie beraten lässt. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Ratschläge holt, wie man sich ernähren muss, sondern mal die Leute anhört und anguckt, wie das dem gesundheitlich geht, wie das dem gesundheitlich geht. Weil ich muss auch das ansprechen, weil es wichtig ist, dass die Leute wissen, es gab damals mit dieser neuen Yoga-Welle 2011 und 12 und mit dieser ganz neuen Bewusstseinswelle auch ein paar Rohkost-Gurus. Also eine lebt Victoria Butenko, glaube ich, heißt sie. Und dann gab es noch einen Blogger, der sogar Bodybuilder war, der auch von Rohkost geschworen hat und alle Leute damit, wie soll ich sagen, infiziert hat, auch mit dieser Idee. Und dann stellt sich raus, dass diese Rohkost-Gurus nach 10, 11 Jahren Probleme haben mit ihrer Gesundheit und dann doch beginnen, Butter zu essen, irgendwie Fleischprodukte zu essen oder tierische Produkte zu essen, weil es bei denen gar nicht geht, weil der Körper beginnt auseinanderzufallen. Also, und nochmal, um das so ein bisschen so ein Fazit zu ziehen, für eine kurze Zeit, um den Körper zu reinigen, vielleicht um einen Heilungsprozess in Gang zu setzen, ist Rohkost, vegetarische und vegane Diäten sehr, sehr gut und auch zu empfehlen. Aber lange Frist, wenn ich jetzt von 15 Jahre spreche, gibt es auch sehr viele Beispiele, wo die Menschen sich damit geschadet haben. Mhm. Auch vielleicht irgendwo diese fanatische Denk- oder Sichtweise, dass man sagt, das darf ich nicht essen, das darf ich nicht essen, der Kopf möchte es, aber man verbietet sich das ständig. Ja. Verbieten, dass diese Energie, die geht dann irgendwo in andere Ufern oder schlägt über den Damm und dann beginnt man vielleicht irgendwie anderen, das anders sich zu kompensieren, mhm. diese unerfüllten Wünsche. Das ist für den Geist auch nicht immer gut. Mhm. Eugen, mich würde jetzt persönlich auch interessieren, weil du gerade über solche Sachen ja. sprichst. Wie siehst du oder wie empfindest du Kaffee? Kaffee? Das ist auch wiederum vielleicht so eine Sache. Wenn ich Kaffee trinke, dann geht es mir danach nicht so gut. Weil, wie gesagt, ich hatte ja damals vor vielen, vielen Jahren so ein bisschen Probleme mit meiner Gesundheit. Und da habe ich damals schon gespürt, dass der Kaffee oder vielleicht auch das Koffein in einem schwarzen Tee, dass ich nach einer halben Stunde noch müde bin wie davor
und da einfach zerschlagen bin. Mhm. Und deshalb habe ich auf das Koffein ganz verzichtet. Ich trinke jetzt ab und zu Kaffee persönlich, aber nur, wenn ich Urlaub habe oder am Wochenende mal. Also ganz selten, wenn es Koffein ist. Aber koffeinfreien würde ich oder trinke ich öfter. Aber nur wegen dem Geschmack und nicht wegen dem Koffein. Also das ist die Geschichte. Was ich allerdings auch weiß, dass wenn ich eine Vipassana habe, also das ist so ein Schweigeretreat, wo die Leute für ein paar Tage hinkommen, oder im Yoga-Camp gab es den Fall, da hören die Leute plötzlich auf, Kaffee zu trinken und haben Kopfschmerzen. Also Entzugserscheinungen sind auf alle Fälle vorhanden, ja, bei regelmäßigem Kaffeegenuss. Ich glaube, ich habe einiges zum Nachdenken, ja, nach Eugen, okay, in welche Richtung das gehen kann. Ja. Du hast vorhin über Inga gesprochen, deine Frau. Ja. Macht Inga auch etwas in die Richtung, dass sie zum Beispiel solche Ernährungsberatung oder sowas machen würde? Schon, also die Inga macht Ernährungsberatungen. Ja. Jetzt noch auf Russisch das letzte halbe Jahr, aber wir sind auch dabei, ins Deutsche auch langsam umzusteigen. Also wenn der Bedarf da ist, macht sie das auch mit meiner Übersetzung. Also solche Ernährungsberatungen aus der Sicht der tibetischen Medizin, ja, sind ganz klar da und vielen Leuten wurde bereits geholfen und sie macht teilweise auch Online-Beratungen, also sie hat auch noch in Russland Patienten beziehungsweise Leute, die sich an sie wenden und wie gesagt, das geht auch online, dass sie eine bestimmte Diät empfiehlt. Heute war eine Frau dabei, bei der war es ist eigentlich einfach, als man glaubt. Die Leute sind es gewohnt, zum Beispiel zum Frühstück immer das Gleiche zu essen, zum Mittagessen das Gleiche und das Abendessen. Das unterscheidet sich nur in wenigen Variationen oder Facetten. Und damit es dieser Frau gesundheitlich besser wird, hat sie ihr empfohlen, nur das Mittagessen mit dem Abendessen zu vertauschen. Also praktisch das, was sie am Abend isst, soll sie zum Mittagessen und das Mittagessen auf das Abendbrot verschieben. Und dann kann ihr Körper viel besser damit umgehen, er kann die Sachen viel besser verstoffwechseln und den Organen geht es letztendlich besser, der Leber geht es letztendlich besser. Also das sind, die tibetische Medizin schreibt es so vor, man muss jetzt nicht auf das Gewohnte verzichten, sondern am Gewohnten ein bisschen manipulieren und zu schrauben und dann hat man sehr viele gute, positive Effekte dadurch. Das ist ja sehr, sehr interessant. Also ich glaube, ich mache mir mal einen Termin mit Inga. Ja, kannst du gerne machen, genau. Bitte, du müsstest übersetzen, Eugen. Mein Russisch ist sehr, sehr verschüttet. Ja, ich werde es übersetzen, ganz gleich, kann dabei sein. Und wenn es mal so eine, ich sag mal, so intime oder private Frage an Sie ist, kann man das auch direkt an Sie schreiben, per WhatsApp auf Deutsch und Sie macht es dann mit Google übersetzen und kann das dann natürlich auch antworten. Also das machen wir auf diesem Wege jetzt, so die letzten Wochen und Monate. Ja. Ich finde ja auch total spannend. Du hast es mir ja so schon so ein kleines bisschen erzählt. Ich denke, das ist auch für ganz, ganz viele super spannend, wie Begegnungen zwischen Menschen stattfinden. Okay. Und also ich glaube ja schon, dass wenn es wichtige Begegnungen stattfinden sollen, dass sie irgendwann stattfinden zwischen Menschen. Ob das dann partnerschaftlicher Natur ist oder aus irgendeinem anderen Grund, dass es wichtig ist, dass man sich durch eine Begegnung entwickeln kann, neue Impulse bekommt oder so etwas. Oder auch für berufliche Kooperationen. Und irgendwie seid ihr beide ja ein Stück weit ein wunderbares Beispiel dafür, oder? Ja, das ist halt so, dass obwohl wir irgendwo in die gleiche Richtung schauen, uns in die gleiche Richtung bewegen, sind wir beide sehr unterschiedlich. Weil uns ja, wie gesagt, die Vergangenheit hat jeden anders geprägt. Und gerade aus dieser Unterschiedlichkeit, wie ich schon das vorhin angesprochen habe, kommen schon oft auch Meinungsverschiedenheiten heraus. Aber wir ergänzen uns ganz, ganz gut, sage ich mal so. Und das Wissen, was sie jetzt auch mitbringt, das hat mir klipp und klar gefehlt, also speziell was die Gesundheit angeht. Also mein Gebiet ist ja mehr Yoga und Yoga-Praktiken, Meditationen und eine ganz kompetente Frau, die Psychologin ist und auch Yoga macht. Und da stimme ich mir mit ihr auch ein. Und so wurde es mir unterrichtet, Yoga und Gesundheit, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also im Yoga geht es um Yoga, da wird die Gesundheit auch oft vernachlässigt. Das wird auch manchmal auf Kosten von Gesundheit ausgeübt, aber ich spreche jetzt von Yoga-Praktiken, die das Yoga zu ihrem Leben machen. Ich spreche jetzt nicht von alltäglichen Kursen und Yoga-Einheiten, die das jeder so kennt. Also ich spreche speziell von Leuten, die ganz tief in der Materie sind
Und Gesundheit steht so ein bisschen auf einem anderen, auf der anderen Sache oder auf der anderen Seite. Und man muss, natürlich sollte man das alles in Verbindung bringen, weil für eine gesunde, langfristige Yoga-Praxis braucht man auch einen gesunden, starken Körper. Und da ich auch ja, Leute habe oder Schüler habe, die zu mir kommen oder meine Kunden habe in der Yogaschule, die haben auch viele Fragen, was die Gesundheit betrifft und Angie dann übernimmt halt sie jetzt diesen Bereich oder diese Sphäre. Und so kann man sich auch sehr, sehr gut ergänzen, danke, denke ich mal so. Aber sie unterrichtet auch einen bestimmten Yoga-Stil. Der ist auch ein bisschen unterschiedlich, also von meinem Yoga. Sie hat eher so die weibliche Herangehensweise auch ans Yoga-Training. Ich habe so meine männliche Herangehensweise ans Yoga-Training. Und so können auch die Leute sich so ein bisschen aussuchen, zu wem sie gehen und da, was halt aktuell in dieser Woche ist. Weil sie können ja zwischen uns beiden auch wechseln. Und wenn einer ist irgendwie etwas ruhiger angehen möchte oder halt diese andere Sichtweise auch mitbekommen möchte, die gehen dann zu meiner Frau in die Stunde. Und wer so, wie gesagt, bei mir ist ja sehr viel an Kampfsport angelehnt, ich habe ja darüber schon erzählt. Und wer es so ein bisschen intensiver oder so vielleicht so mehr Muskelarbeit bräuchte oder ein aktiveres Training haben möchte, die Leute gehen dann zu mir in die Stunde. Spannend. Eugen, wenn du an den Begriff Schicksal denkst, ja, ist das etwas, wo du sagst, ja, das gibt es? Oder wie empfindest du das? Das ist auch so eine sehr, sehr, sehr philosophische Frage. Also wir haben hier im Yoga den Begriff Karma und irgendwo ist es mit dem Schicksal auch parallel zu sehen oder etwas gleichwertig zu sehen. Oft, man sagt ja aber auch wiederum, man ist selber des eigenen Glückes Schmied oder des eigenen Schicksals, sage ich mal so, Schmied. Und wenn wir uns den Erklärungen aus den Yoga-Schriften behelfen, dann heißt es, dass das Karma auch nicht unendlich ist oder nicht unüberwindbar ist. Wenn das Schicksal sehr schwer ist, muss man sehr viel Kraft aufwenden, um das Schicksal zum Besseren zu verbessern oder verändern. Es gibt vielleicht so ein leichtes Schicksal, welches man durch so ein leichtes Zutun verändern kann oder muss. Natürlich gibt es auch Schicksal, den man gar nicht verändern kann. Zum Beispiel, dass man als Mann und Frau auf die Welt kommt sozusagen oder dass man, wie soll ich sagen, in einem bestimmten Land auf die Welt kommt. Das kann man auch nicht verändern. Also das ist schon ein bestimmtes Schicksal. Und dass man sich mit bestimmten Leuten trifft, das ist auch unumgänglich, diese Treffen, wie du sagst, oder wie diese Begegnungen. Aber was man daraus macht dann letztendlich, das sehe ich auch, ist die Verantwortung oder die Möglichkeit, die stecken in jedem von uns. Ich denke, das Schicksal ist so, man bekommt diese Impulse oder diese Vorschläge und man hat selber die Entscheidung, was man daraus macht, wie man es aufbaut, wie man das, wie gesagt, entwickeln lässt. Weil die Leute, die halt sagen, das ist man alles Schicksal, das sind Leute, die vielleicht nicht die ganze Verantwortung für ihr Leben übernehmen möchten oder die vielleicht irgendwo auch die Faulheit da ist, an sich selbst zu arbeiten oder etwas zum Besseren zu verändern, das ist meistens so, wo das Schicksal einen überwältigt. Aber wenn man jetzt genug Energie aufwendet und genug Kraft aufwendet, kann man sehr viel verändern. Was die eigene Realität betrifft, aber auch was die eigene Gesundheit betrifft. Es hat mal so einer meiner Lehrer hat gesagt, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, es gibt nur unheilbare Menschen. Das trifft es vielleicht auch so auf den Punkt oder auf die Frage. Ja, ja, sehr schön gesagt. Ja. Eugen, wenn jemand jetzt anfangen möchte, ich sag mal, sich zu entwickeln, sein Bewusstsein so ein Stück weit zu erheben, wie du das vorhin gesagt hast, und zusätzlich vielleicht gerne irgendetwas lesen möchte, also vielleicht einerseits die Ernährung anpasst, andererseits irgendwie Yoga oder irgendetwas macht. Aber wenn man jetzt nochmal irgendwie in den Bereich Wissen gehen möchte, hast du eine Empfehlung, was ein geeignetes Buch ist für einen Einsteiger? Für den Fortgeschrittenen wüsste ich schon ein Buch. Für die Einsteiger müsste ich mir das erstmal überlegen. Es wird auch so empfohlen, man sollte alles lesen, wo man den Zugang daran hat und alles lesen, was man findet überhaupt. Das ist auch irgendwo etwas, was mit Schicksal zu tun, weil manche Yoga-Lehrer oder Praktiker sagen, man ist auch mit bestimmten Schriften karmisch oder energetisch verbunden. Und wenn ich jetzt dann sage, Yoga Vasishtha würde ich empfehlen,
mit dem Yoga Vasishtha ist vielleicht nicht jeder so verbunden, dass er sofort die Schrift findet, in Druckform oder in Schriftform, oder vielleicht sofort versteht, was da drin steht. Ich würde vielleicht, wenn es solche Übersetzungen gibt, am Anfang die Bhagavad Gita lesen, aber ohne Kommentare, weil die Kommentare wiederum eine Sichtweise eines bestimmten Menschen ist, ja, und eine Auslegung, weil das meistverbreitetste Bhagavad Gita mit den Kommentaren ist ja von Prabhupada, von dieser Krishna-Bewegung oder von dem ISKCON, wie die heißen. Aber er selber hat auch in einem Interview gesagt, für wen er diese Schrift kommentiert. Und deshalb empfehle ich jedem, der anfängt, diese Schrift ohne Kommentare irgendwo zu lesen oder zu suchen. Aber wenn es nicht Kommentare gibt, nicht ohne Kommentare geht, vielleicht die Kommentare auslassen, aber tatsächlich nur die eigene Schrift oder die eigentlichen Strophen zu lesen, die Übersetzung dazu zu lesen und die Kommentare erstmal außer Acht lassen. Weil das, wie gesagt, eine Meinung eines bestimmten Menschen ist. Ein anderer Mensch, wenn er die Bhagavad Gita lernt oder studiert, wird wiederum eine andere Meinung haben und es ganz anders auslegen. Vielleicht sogar gegensätzlich auslegen zum ersten Kommentator. Vielleicht so meine Geschichte. Weil dieses Buch hat tatsächlich sehr vielen Menschen auch geholfen und Augen geöffnet. Da habe ich ein spezielles Beispiel dafür. Mein Vater hatte ja die Schriften damals in Moskau gekauft. Ich weiß nicht, aus Zufall oder nicht aus Zufall. Und ich hatte auch Berührungspunkte mit diesen vedischen Schriften, aber speziell vom ISKCON, von dieser Krishna-Bewegung. Seit meiner Jugendzeit eigentlich sind die Bücher bei uns daheim gewesen. Und wir haben einen Verwandten, der in der Bundeswehrzeit und in der Armeezeit in Russland querschnittsgelähmt, also durch einen Unfall querschnittsgelähmt wurde. Und natürlich als junger Mann, für den war auch alles, sozusagen keine Hoffnung mehr im Leben, keine Hoffnung auf Familie, auf Kinder oder auf ein einigermaßen glückliches Leben. Also das war auch ein sehr, sehr starker und großer Schicksalsschlag für ihn. Und mein Vater hat ihm auch damals empfohlen, beziehungsweise er hat ihm auch das Buch in die Hand gedrückt, die Bhagavad Gita zu erlernen und zu lesen. Und er hat dort auch neue Kraft geschöpft und vielleicht so ein bisschen an seiner Weltanschauung etwas gearbeitet auch. Ich sage jetzt nicht, dass das Buch so ausschlaggebend war, aber ich denke schon, dass es ihm auch geholfen hat damals. Also er ist jetzt ein erwachsener Mann, er hat eine Familie, hat sogar ein Kind und Frau, obwohl er im Rollstuhl ist. Ja, er ist so gesellschaftlich, sage ich mal, oder ehrenamtlich tätig für andere behinderte Menschen. Also er hat es im Leben auch trotz seiner Querschnittslähmung ganz weit nach oben gebracht, weil er damals sich nicht aufgegeben hat, ja, und trotzdem halt nach vorne geguckt und nach vorne gearbeitet hat. Also das ist vielleicht so eine Schrift, die ich Anfänger empfehlen würde. Menschen, die sehr gerne Philosophie mögen, Menschen, die auf diese Welt ein bisschen anders blicken möchten, für die würde ich das Yoga Vasishtha empfehlen. Also ich habe jetzt erst dieses Jahr habe ich eine deutsche Übersetzung gefunden oder mir wurde so diese Übersetzung sogar geschenkt in Druckform. Die gibt es tatsächlich, obwohl ich von anderen Yoga-Schriften weiß, die gibt es tatsächlich auf Englisch. Vieles ist auf Russisch übersetzt, aber leider gibt es auf Deutsch wenige Übersetzungen oder wenig umfangreiche Übersetzungen. Eugen, kannst du das bitte nochmal, wie heißt das genau, wovon du eben gesprochen hast? Yoga Vasishtha. Das Buch geht darum, es gab einen weisen Vasishtha und der hat den Prinz Rama unterrichtet. Also Ramayana ist vielleicht für manche ein Begriff, weil Ramayana ist ein ganz alter indischer Epos, eine Heldensage. Und Ramayana wird auch so als Gott oder Halbgott verehrt in Indien. Und der hat so mit seiner Armee die Welt angeblich vor einem Dämon gerettet oder von dem Dämon bewahrt. Und seine Frau wurde gestohlen von diesem Dämon. Das ist so eine abenteuerliche Geschichte, märchenhaft. Aber da sind viele geschichtliche Hintergründe auch dran. Und die Inder verehren den Rama, also die Hauptfigur dieser Schrift und verehren auch diesen Epos, der ist dort in aller Munde. Aber da gibt es eine Schrift, die so ein bisschen am Rande dieser Ramayana steht, das Yoga Vasishtha Buch. Da geht es tatsächlich, wie der Gott Rama zu seiner Göttlichkeit zurückgeführt wurde, sozusagen, weil wir alle inkarnieren in dieses Fleisch und Blut und die Seele vergisst ihre, wie gesagt, Vorsehung oder ihr Schicksal oder wer sie tatsächlich ist, indem sie halt vom Fleisch umhüllt ist und sogar Götter und Halbgötter vergessen ihre Mission, wenn sie hier
also reinkarnieren sozusagen. Und der weise Vasishtha musste den Rama dann wieder auf seinen Weg führen sozusagen. Er hat ihn durch seine Unterweisungen und Lehren daran erinnern lassen, dass er eigentlich hier eine bestimmte Mission hat und dass er eine Halbgottheit ist. Ja. Das ist eine sehr philosophische Schrift, die so auch anhand von sehr vielen Geschichten und kleinen Geschichten, Historien, werden da bestimmte weltanschauliche, yogische und wie philosophische Hintergründe so herangeführt. Die erste Schrift heißt Bhagavad Gita. Die ist, denke ich, schon vielen Leuten geläufig. Ja. Und ich muss auch noch anmerken, wenn ich darf, es gab vor Jahrhundert, vielleicht vor 120 Jahren, sehr viele deutsche Forscher auch, die diese indischen Schriften, die vedischen Schriften erforscht, übersetzt haben. Es gibt den Pali-Kanon, heißt ja, wenn wir in den Buddhismus gehen. Also die buddhistischen Schriften wurden auch sehr akribisch von deutschen Professoren, Doktoren übersetzt, verfasst und irgendwo auch für uns, dann uns in die Hand gelegt. Man hört zwar wenig davon, aber ich würde nach diesen, wie gesagt, europäischen, also alten Übersetzungen suchen und gucken, ob man vielleicht da irgendwo online was findet oder in Druckform etwas findet. Mhm. Weil ich habe sogar Taschenbücher mal bei einem Antikladen, in einem Antikladen übers Internet gefunden, so ein Taschenbuch im Buddhismus oder Taschenbuch des Buddhismus. Das ist so ein kleines, ganz kleines Heft, in Druckform, DIN A5 ungefähr, und da ist eine Geschichte aus dem Buddhismus und dann ist ein so langes Kommentar von einem Doktor. Also wie gesagt, da haben sich Akademiker früher damit beschäftigt und heute schiebt man das so ein bisschen in die esoterische Szene sozusagen. Also, sehr spannend, Eugen. Ja. Also das Interview ist zwar heute ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber ich glaube tausendmal interessanter. Also das, was du heute mit uns geteilt hast hier, es wird mich heute nochmal, nicht nur heute wahrscheinlich beschäftigen, sondern nochmal länger. Ja. Weil interessanterweise, ich habe schon länger die Bhagavad Gita zu Hause. Ja. Und jedes Mal denke ich, oh, jetzt müsste es doch langsam mal anfangen. Ich glaube, heute mit dir habe ich jetzt den Impuls bekommen. Ja klar, klar. Probier mal das. Ja. Bei mir war es auch so, ich habe manche Bücher, ich weiß nicht, ob es die Bhagavad Gita war oder ein anderes Buch, ich beginne das zu lesen, vielleicht, so 20, 50 Seiten, wenn es so ein dickeres Buch ist, dann lege ich das auf die Seite und es kann mal ein Jahr liegen oder zwei Jahre und dann beginne ich das zu lesen, aber dann in einem Aufwachschluss, vielleicht ist noch nicht die Zeit dazu oder man selber ist noch nicht bereit dafür, das aufzunehmen, aber wie gesagt, man sollte das daheim haben, diese Bücher, und dann kommt vielleicht die Zeit, dass man halt, wie gesagt, sich da dran setzt und aufsteht, wenn das Buch zu Ende gelesen ist. Ich bin gespannt. Ich werde es ausprobieren, Eugen. Ja, das sagst du mir dann. Das mache ich sehr gerne. Ich bin ständig in Kontakt, das kannst du mir dann schreiben. Genau. Wie das auf dich wirkt, wie du ja. damit kommst. Genau. Und wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne fragen. Liebend gerne. Ja. Dankeschön für dieses tolle Angebot. Sehr gerne. Sehr, sehr schön. Ja. Eugen, ist dir zufällig bekannt, ob es hier irgendwo in meiner Region, also so im eher nordischen Raum, Mecklenburg-Vorpommern und so drumherum, auch Menschen gibt, die ähnlich ausgerichtet sind? Also in Hamburg habe ich ein paar Bekannte, die an meinen Veranstaltungen teilnehmen, aber Mecklenburg-Vorpommern wüsste ich jetzt keinen direkt. Also in Hamburg würde ich einige kennen. Ja. Ja. Okay. Aber wenn mir jemand einfällt, wie gesagt, ich bringe sehr gerne Leute zusammen. Ja. Vor allem, wenn die Leute sich auf meinen oder bei meinen Veranstaltungen kennenlernen. Also das Yoga Camp ist eine sehr gute Plattform, so ein Projekt, das ich schon seit ein paar Jahren aufbaue. Da kommen Menschen aus ganz Deutschland, ab und zu mal aus dem Ausland auch. Ja. Und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzulernen. Allerdings muss man es mögen, im Zelt zu leben. Wer es nicht mag, der nimmt sich eine Ferienwohnung irgendwo in der Nähe. Und da haben wir ganz viel Yoga, ganz viel Spaß und ganz viel Miteinander sein über einige Tage sogar. Wir haben sogar dieses Jahr trotz allen Umständen es geschafft, zweimal durchzuführen, so ein Yoga-Camp, was auch sehr positiv ist. Ja. Und das nächste wäre für den nächsten Sommer dann angesetzt, so im Juni, sage ich mal, Mitte, Ende Juni. Ja. Sehr schön. Das kann man alles auf meiner Homepage, kann man da alles sehen, alle Termine und auch andere Veranstaltungen nachgucken. Eugen, sag mal bitte, wie heißt die Homepage von dir? Yogaschule-Minz.de.
Minus-Münz.de. Da gibt es auch im Bereich Blog sehr viele Informationen, sehr viele Berichte oder Referate, was das Yoga betrifft, gesunde Lebensweise betrifft. Also da gibt es viele Informationen. Und wer meine Videos gucken möchte, ich habe auch einiges auf YouTube, also einige Yoga-Vorträge, Videos und speziell Yoga-Videos mit Übungen. Der kann auf meinem YouTube-Kanal Yogaschule Minz mich auch dann näher kennenlernen, mit mir zusammen üben sozusagen und meine Vorträge angucken, wie er ein bisschen Hintergründe und Theorie wissen möchte. Also das ist ja spannend, Eugen. Also das heißt, man kann quasi auch mit dir sozusagen, auch wenn man alleine zu Hause ist, mit dir üben. Man kann mit mir üben. Ich habe jetzt heuer dieses Programm wieder erneut gestartet. Ich hatte damals ein bisschen damit rumexperimentiert, also die Online-Yoga-Kurse. Und tatsächlich machen bei mir Leute, die auch davor bei mir im Yoga waren, aber vielleicht gehören sie zu Risikogruppen oder halt, die sind im Online-Yoga immer noch mit dabei. Also wir haben seit letzter Woche dreimal in der Woche Online-Yoga und das mache ich jetzt über meinen YouTube-Kanal auch. Da gibt es einen Link und der Link wird an die Teilnehmer verschickt dann kurz vor der Stunde und die Leute können dann online mitmachen, also live bei mir. Ab und zu bin ich auch im Studio und andere Leute kommen also live ins Studio dabei. Ja. Manchmal bin ich auch alleine nur mit der Kamera, aber wie gesagt, das ist alles so ziemlich in Echtzeit und man kann auch, wenn man weit entfernt ist, online bei mir Yoga üben. Sehr spannend. Also jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, wenn man sich gerufen fühlt. Natürlich, es gibt keine Ausreden mehr und die Entfernung oder die Distanz ist jetzt auch kein Problem, weil sie so auf diesem Weg überwunden werden kann. Es gibt alle Möglichkeiten. Es gibt auch auf YouTube also Aufnahmen aus den früheren Jahren, da kann man über eine Aufnahme mit trainieren oder mitmachen. Diese Aufnahmen sind sogar kostenlos. Stehen die in der Verfügung. Sind einige vom Schwierigkeitsgrad auch unterschiedliche, leichtere und schwierigere Yoga-Videos dabei. Sind zwar nicht viele, aber alle mal reicht es, um halt so meinen Stil ein bisschen kennenzulernen, um auch sich ein bisschen ausprobieren im Yoga. Wer dann auf regulärer Basis mitmachen möchte, der kann mich jederzeit anschreiben, dann nehme ich ihn in die Gruppe mit auf fürs Online-Yoga. Ach, schön. Wenn ich das, Eugen, ich würde das so machen, wenn ich das Video entsprechend hochlade, dass ich einfach deine Kontaktdaten und die Webseite mit verlinke, okay? Genau. Klar. Sehr schön. Eugen, kannst du für dich sagen, dass das, was du jetzt tust, so dass dir das Gefühl vermittelt, du bist auf dem richtigen Weg, du bist angekommen, das ist das, wofür du da bist? Das würde ich schon sagen. Allerdings muss ich auch wiederum sagen, dass dieser Weg kein leichter Weg ist. Also es gibt immer wieder auch Situationen, wo man sagt, warum mache ich das und hätte ich doch lieber was anderes gemacht? Ich glaube, das hat jeder. Aber dann bleibt man trotzdem weiter und nach solchen Momenten gibt es immer so einen Durchbruch oder man diese Momente, also das ist so, als ob man jetzt auf einer Stufe steht, steigt man jetzt zurück oder steigt man jetzt drauf, also diese Momente, wo man zweifelt. Mhm. Und wenn man das schafft, sich so ein bisschen zu überwinden, doch dabei zu bleiben, dann kommt man auf eine neue Stufe und man ist dann froh darüber, dass man dabei geblieben ist. Ja. Also und ich habe vor allem in den ersten 3-4 Jahren habe ich viele Entscheidungen getroffen, so dass ich dem Yoga den Vorzug gegeben hat. Also meine beruflichen, privaten Entscheidungen, da war das Yoga immer im Vordergrund und war ausschlaggebend, wie ich dann mich im Leben orientiere. Mhm. Würdest du heute noch einmal so entscheiden, Eugen? Würdest du noch einmal in die Selbstständigkeit gehen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist so schwierig, dass man sie auf einen Moment beantwortet. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es ist zum einen, der Yoga-Weg an sich ist, wie gesagt, nicht immer einfach, aber ich spreche jetzt von diesem ursprünglichen Yoga-Weg, wofür er dann vielleicht konzipiert wurde, wofür er existiert. Ich spreche jetzt nicht von regulären Yogastunden im Studio, sondern es ist so ein Weg der Selbstentwicklung. Irgendwo ist es ein Weg, wo man bestimmte Sachen auch aufgeben muss, um andere Sachen zu bekommen. Mhm. Und die Selbstständigkeit ist auch wiederum nicht einfach, weil man auch sehr viel aktiv sein muss, immer am Ball bleiben muss, immer auch für seine eigenen Entscheidungen, ob sie jetzt positiv oder negativ waren, auch immer die Verantwortung hat. Man muss viel alleine machen. Deshalb ist dieser Weg auch nicht so
nicht so einfach, sage ich mal so. Aber ich denke, zum einen ist es der einzige Weg, den ich gehen möchte. Also ich würde jetzt keinen anderen Weg, also ich würde jetzt nicht tauschen wollen. Beziehungsweise wenn du jetzt so fragst, ob ich nochmal, man möchte doch immer, dass es leichter ist oder man möchte immer einen leichteren Weg gehen. Und deshalb antworte ich so auf deine Frage, wenn ich jetzt sage, ich würde mich gegen den Yoga-Weg entscheiden, dann würde ich so, ich würde mich für einen leichteren Weg entscheiden. Aber ob es denn der richtige Weg ist, ich würde es nicht sagen, dass es die richtige Entscheidung wäre. Die richtige Entscheidung ist, die ich getroffen habe, und der Weg, den ich gehe, das ist der richtige. Und wie gesagt, es öffnen sich einem Möglichkeiten, von denen man nie träumen würde oder von denen man nie denken würde, dass es so eintritt. Aber wie gesagt, wenn man schon diesen Weg geht und den Menschen etwas Gutes macht, dann kommt es vom Universum zurück. Ob das durch die gleichen Menschen ist oder durch andere Menschen oder durch irgendwelche Situationen, es ist immer trotzdem ein Gleichgewicht da. Ja. Das ist eigentlich das schon das Allerschönste, was du Ja. sozusagen zum Abschluss sagen kannst. Ja. Also, ja, gib etwas hinein sozusagen Genau. und es kommt irgendwo auf irgendeinem Wege wieder zurück. Das kommt auf irgendeinen Weg zurück. Also es ist nicht immer derselbe Weg, wo es zurückgeht. Es kann sehr, sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Varianten gibt es, wie es dann zu einem zurückkommt. Und man kann ja auch nicht sagen, wie es wäre, wenn man sich anders entschieden hätte damals. Man kann nicht sagen, welche Situation man jetzt wäre. Deshalb gehe ich davon aus, es ist richtig zu denken, dass es der einzige und richtige Weg war. Also man darf nichts bereuen oder nicht zurückblicken, sich nicht an der Vergangenheit irgendwo klammern, sondern im Hier und Jetzt und präsent sein und sagen, das ist jetzt das Beste, was dir passieren konnte, und etwas noch Besseres draus machen. Ach, Eugen, was für ein schönes Interview. Ja, finde ich auch. Also, du sagst, es ist wunderschön, was du dort gerade geteilt hast. Ich denke, dass das für viele Menschen ein Denkanstoß ist. Oder vielleicht erkennt der ein oder andere auch schon seine eigenen Gedanken darin wieder und findet das jetzt bestätigt. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin auch sehr dankbar darüber, Eugen, dass eine Begegnung zwischen uns stattgefunden hat. Also, dass du überhaupt jetzt, üblicherweise ist ja Mecklenburg und Bayern unendlich weit auseinander. Und trotzdem haben sich die Wege da irgendwo getroffen, dass das stattfinden konnte. Weil du hast auch für mich vorher schon sehr, sehr viele Impulse gegeben, die mich einfach wieder so ein Stückchen vorangebracht haben. Und ich habe mich auch heute sehr, sehr gefreut auf dieses Interview. Auch quasi unwissenderweise, was jetzt genau geschehen wird, aber mit großem Vertrauen darin, dass das einfach schön wird. Und es ist so genauso geworden und eigentlich noch viel schöner, als ich mir erhofft habe. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Eugen, an dich. Also es ist total großartig, was du heute an Wissen auch geteilt hast hier mit uns, indem du uns ein Stück weit hast an deinem Weg teilhaben lassen. Ich finde es großartig, ich finde es wunderbar. Ich wünsche dir ja wirklich von Herzen das Allerbeste, also euch beiden, Inga und dir, sodass ihr einfach noch viel, viel mehr Menschen erreicht mit dem, was ihr ausstrahlt, mit dem, was ihr wisst, was ihr teilen möchtet. Und es, ja, ich glaube, es bringt ganz, ganz viele Menschen auf ihren Weg. Gut. Ja, danke schön, Susanne. Danke auch für die Einladung. Auch danke für die Möglichkeit, mich hier so zu äußern und mitzuteilen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung für mich, weil ich weiß ja auch nicht, welche Fragen auf mich zukommen, aber ich finde es sehr positiv und sehr gut, wie sich das entwickelt hat, das Interview. Also ich denke, das wird bei sehr vielen irgendwo so ankommen, wie wir das uns beide wünschen. Genau. Danke auch an dich. Ja. Ja. Eugen, herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.